Vlog 2013, Kalenderwoche 1. Logs kennt man noch aus der Seefahrt. Logs wurden ins Logbuch eingetragen. Heutzutage ist das wieder sehr weit verbreitet. Man nennt es Blog, wenn man Web davor gesetzt hatte. Da wird dann geschrieben. Beim Vlog steht ein V davor, weil es mit Video aufgezeichnet wird. In meinem Fall kann das V natürlich auch für Film stehen, weil es ist ja mein Videolog. Also fangen wir an mit dem Vlog 2013, Kalenderwoche 1. Die Woche begann dank Feiertage montags, Silvester. Mein eigener Silvesterlauf führte mich dann in das Gebiet, in dem wir die Karnevalsausgabe der Nordeifel Trail-Tour laufen. Weil es so schön nass war, konnte ich auch meine Trailschuhe wieder wunderbar ausnutzen. Es hat so viel Spaß gemacht, dass am Ende 30 Kilometer zusammenkamen. Was insofern ermüdend war, weil der Sonntag auch nicht ganz planmäßig gelaufen ist. Als ich losging, war der Himmel tiefschwarz in alle Richtungen. Es war am Schütten und ich habe mir gedacht, ach, machen wir einfach nur eine kleine schnelle Runde. Aber eine Viertelstunde später schien die Sonne. Das war natürlich Pech. Weil die musste ich ja dann auch ausnutzen. Das Tempo wurde natürlich beibehalten. Kam dann doch wieder 19 Kilometer bei raus. Ja, die habe ich dann natürlich am Ende der 30er am Montag deutlich gespürt. Aber wie gesagt, Trails waren schön schlammig. Es hat riesig Spaß gemacht. Ja, Dienstag, Neujahr. Hat natürlich auch Tageslicht, das genutzt werden wollte. Allerdings habe ich mich da auf einen kleinen Lockerungslauf beschränkt. Das war dann nur eine halbe Stunde. Auch im Hinblick auf den Mittwoch. Dort war ich beim Mittwochslauftreff des TV Hoch im Stammel zu Gast. Sind wir dann eine gute Stunde locker gelaufen und ich konnte auch gut und locker mittraben. Wir sind zwischen Girbelsrad und Goldsheim. Vor uns im Dunst liegt Echwalder Feld. Blick zurück Richtung Girbelsrad. Sichtweite der neuen A4. Ein Stück ehemalige Wettkampfstrecke des Arnold Zweiler Volkslaufs. Freitagabend GSG 2 des LG Filvo war ich alleine. Bin ich eine unspektakuläre Runde an der Ruhr entlang und durch Düren gelaufen. Ein Dreiviertelstunde ungefähr. Damit waren dann in der Woche 65 Kilometer ungefähr gesammelt. Dazu kommt noch das von heute, das bislang knapp 19 beträgt. Plus den Heimweg natürlich noch. Die nächste Woche wird ein bisschen gefaulenzt. Schonen wir uns für den Nordeifel Ultra am Sonntag.